Wenn deine Geräte im LS22 mit der Zeit immer mehr Schaden erhalten, kann sich das auf unterschiedliche Art und Weise negativ auswirken. Wenn du zum Beispiel ein kaputtes Mähwerk an deinem Mähdrescher benutzt, hast du einen geringeren Ertrag, als wenn du ein repariertes Mähwerk nutzen würdest. Wie hoch der Ertragsverlust tatsächlich ist, habe ich heute getestet. Im ersten Schritt habe ich ein Feldstück abgetrennt, um in beiden Versuchen die exakt gleiche Fläche zu ernten. Die Mähdrescher sind natürlich baugleich, einziger Unterschied, einer hat 0% Schaden, der andere 100% Schaden. Im ersten Versuch habe ich den vollkommen intakten Mähdrescher verwendet und bin auf einen Ertrag von 4.866 Litern gekommen. Im zweiten Versuch habe ich dann den beschädigten Mähdrescher verwendet. Hier wird schon ein erster Nachteil deutlich. Der reparierte Mähdrescher fährt durchgängig mit 10 km/h übers Feld, wobei der beschädigte Mähdrescher lediglich 7 km/h und bei einer Steigung sogar nur 2 km/h fährt. Am Ende habe ich einen Ertrag von 2.919 Litern erhalten. Wir haben also einen Ertragsverlust von 40%, wenn man ein zu 100% beschädigtes Mähwerk bei der Ernte verwendet.